Die erste Geschichte. Mongolische Mafia. Today is a special concert. Today we have a special promoter. They are, I don't know how to say, underground people. Was will mir unser chinesischer Tourmanager mitteilen? Es sind Untergrundmenschen? Haben wir es heute mit Bergbauarbeitern zu tun? Ich stelle mich kurz dumm, um zu schauen, was er noch erzählt. Doch er bleibt stumm und ich habe ihn eigentlich eh verstanden. Das heutige Konzert wird von der Mafia organisiert. Geht okay, sollen sie doch. Inzwischen kann mich in China nur noch sehr wenig verwundern. You don't be afraid, just stay friendly, fügt er hinzu. Gut, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wir uns bei der inzwischen 2 Wochen dauernden China-Tour ungebührlich verhalten hätten, aber wer weiß das schon. Wir sind ja nicht für unser Lächeln bekannt. Wir haben uns anderes auf die Fahne geheftet. Eine massive Fahne zumeist. Aber das ist immer noch nicht alles, was unseren Tourmanager beschäftigt. Please don't say the words I learned you on stage or through the microphone. Das ist es also, was ihm die Knie schlottern lässt. Die letzten Tage haben wir immer mehr Kauderwelsch auf Mandarin gelernt, den ich abends bei den Konzerten dann fröhlich durch das Mikrofon hinaus posaune. Und gerade damit soll ich mich nun zurückhalten? Das wird äußerst schwierig, denn die Mischung aus Trinksprüchen, Schimpfwörter-Tiraden und Liebesbekundungen an die Chinesen kam bei den letzten Konzerten beim Publikum extrem gut an. Aber heute scheint der Tourmanager Angst zu haben, dass ich mit genau diesen Ansagen den Mafia-Veranstaltern auf die Füße trete. Oder sie danach eben uns. Wobei, die haben es ja mehr mit den Kniescheiben, soweit ich weiß. Oder gar Ärgerem? Ich hatte bis dahin wenig Erfahrung im Umgang mit der Mafia. Doch jetzt bekommen wir erstmals eine andere Watschen, wie man auf gut Wienerisch sagt. Denn als wir nach kurzer, aber eindringlicher Musterung durch chinesische Polizisten gerade das Bahnhofsgebäude von Zhangjiakou in der inneren Mongolei verlassen, schlägt uns wieder einmal die unglaubliche chinesische Luft entgegen. Immer wieder versuchen einem die Chinesen zu erklären, "This is totally normal, maybe it's bad weather only." Aber komm, bad weather brennt ganz selten in den Lungen. Es ist jedem Fremden hier sehr schnell klar, dass das Stechen in der Lunge nicht vom gerade einfallenden Tiefdruckgebiet kommt, sondern einfach massiver Smog ist, der hier langsam alles erstickt. Manchmal ist tagelang derart die Sonne verdeckt, dass man meinen könnte, die helle Scheibe weigere sich ab jetzt für die Umweltsünder zu scheinen. Und nach ein paar Tagen fängt dieser Smog dann auch ein klein wenig an, in der Lunge zu beißen. Aber wollen wir das jetzt mal nicht nur auf den Smog schieben, sondern auch nicht außer Acht lassen, dass das auch eine der normalen Tourbegleiterscheinungen sein kann. Wir touren hier in China mit dem Zug, was ja grundsätzlich eine sehr bequeme Art zu reisen ist. Außerdem haben wir de facto bis auf die Gitarren auch kaum Gepäck dabei, denn jeder Club stellt das vorab vereinbarte Equipment wie ausgemacht zur Verfügung. Und eins muss man den Chinesen lassen, die Clubs sind allesamt ziemlich gut ausgerüstet. Trotzdem ist der ständige Wechsel vom Zug ins Hotel, vom Hotel in den Club, vom Club ins Hotel und vom Hotel in den Zug nach einigen Tagen auslaugend. Doch zum Glück ist unser chinesischer Tourmanager ein überaus kompetenter Mensch mit minutiös ausgetüftelten Plan, der zumeist auch hält und funktioniert. Fast jeden Tag warten die Veranstalter auch mit mehreren Fahrzeugen am betreffenden Bahnhof, um uns abzuholen. Normalerweise stehen da Kleinbusse oder ähnliches, um uns zu kutschieren. Dass sich der heutige Konzerttag von den anderen unterscheidet, hätten wir auch daran gemerkt, dass uns an diesem Tag gleich 3 Chauffeure erwarten. Einer mit einem Bentley, einer mit einem Porsche und der dritte mit irgendeiner aufgemotzten Sportkarre mir unbekannten Typs. Mein Wissen über Autos im Allgemeinen ist nur sehr rudimentär vorhanden. So wie manche Leute sagen, so ein Hund wie aus der Cäsar-Werbung, könnte ich hier nur beitragen, so ein Auto wie in The Fast and the Furious Tokyo Drift. Da sich der chinesische Tourmanager bereits in Bezug auf den Zeitplan als äußerst vertrauenswürdig erwiesen hat und uns auch sonst die letzten Tage über immer gut zur Seite stand und auch relativ wenig Blödsinn verzapfte, glaube ich ihm nur noch endgültig, dass das heutige Konzert von der Mafia organisiert wird.
Die drei Gestalten bringen uns mit ihren Edelkarossen gleich direkt zum Club, wo uns, außen angebracht, ein meterlanges Plakat mit »Herzlich willkommen, Turbobier« begrüßt. Ich hoffe zumindest, dass es das heißt, weil lesen kann ich es ja nicht. Nur Turbobier ist in lateinischen Buchstaben gehalten, der Rest in Mandarin. Aber ich gehe davon aus, dass die chinesischen Mafiosi freundliche Leute sind und freue mich über das Plakat. Lustigerweise weiß ich inzwischen auch, dass die Chinesen Turbobier auch gar nicht 1:1 in Mandarin übersetzen können. Es fehlt ihnen schlichtweg an Worten dafür. Das soll jetzt keine Lobeshymne auf die Band werden. Sie haben bloß kein Wort für Turbo. Das habe ich ein paar Tage zuvor gelernt, als wir beim Tätowierer waren. Einmal Turbobier in chinesischen Schriftzeichen bitte. Funktionierte gar nicht so einfach wie gedacht, weil den Chinesen eben das Wort Turbo fehlt. Und weil das so ist, ziert halt jetzt Highspeed-Bier bis zum Ende meiner Tage meinen Haxen. Im Allgemeinen bin auch ich der Meinung, dass chinesische Schriftzeichen als Tattoos eher aus der Mode gekommen sind, ähnlich dem Arschgeweih oder dem klassischen Zackentribal am Hals, fristen sie verdientermaßen ein Außenseiter-Dasein im Coolness-Ranking. Aber wenn man schon mal in China ist, und so oft ist man dort ja auch nicht. Und außerdem fiel zum Glück die spätere Kontrolle per Smartphone und Übersetzungsprogramm korrekt aus. Highspeed-Bier, genauso wie ich es wollte. Näher an Turbo-Bier geht halt auch nicht und trotzdem fein, dass da jetzt nicht Glück, Liebe, Bratwurst steht. Zurück zum Club, wo uns gerade der Mafioso persönlich zur Begrüßung ungekühltes chinesisches Leichtbier anbietet. Das passiert uns seit Tagen. Auf dem Weg in die innere Mongolei konnte ich aus meinem Zugfenster unzählige Atomkraftwerke sehen, aber keines davon wird in China offenbar für die Kühlung von Getränken genutzt. Vielleicht wäre eben diese Kühlung beim chinesischen Bier aber auch wirklich Energieverschwendung. Denn mit seinen knappen 4% oder manchmal auch weniger ist es derart leicht, dass man es als Wirkungstrinker richtig schnell trinken muss. Und für so einen kurzen Genuss so viel Energie verschwenden, trinkt man es nicht richtig schnell, ist es halt wie Saft, auch in der Wirkung. Wir trinken es übrigens auch wie Saft, rein quantitativ. Außerdem ist es der letzte Tag der Tour und ich habe mich schon gut an Warmbier gewöhnt. Ich spreche übrigens vom sogenannten Snowbeer, dem meistgetrunkenen Bier der Welt. Wenn ihr mal in einer Quizshow sitzt und Günther Jauch, ich hoffe nicht, dass ihr in der Österreich-Version mit Armin Assinger sitzen müsst, die Frage nach dem meistgetrunkenen Bier der Welt stellt, könnt ihr nun mit Detailwissen glänzen. Oder ihr wählt mich als Telefonjoker? Dann beantworte ich euch die Frage. Zu Beginn der Tour war alles, was wir hier erlebten, ziemlich überraschend, denn unsere Konzerte haben bis auf Peking allesamt in chinesischen Kleinstädten stattgefunden. Um diesen Ausdruck etwas zu präzisieren, chinesische Kleinstädte sind Städte mit maximal 12 Millionen Einwohnern. Und in manchen dieser Städte ist es unüblich, oder wie mir gesagt wurde, überhaupt noch nie vorgekommen, dass eine ausländische Band ein Konzert spielt. Da kam es wirklich vor, dass wir an Geschäften oder Supermärkten vorbeischlenderten und plötzlich die Menschen von drinnen nach draußen stürmten, um Fotos von uns zu machen. Und nein, wir sind als Band in China nicht so berühmt, dass die Chinesen mit drauf sein wollten. Sie wollten einfach nur uns fotografieren, alleine in der Gruppe. Und dabei zeigten sie mit dem Finger auf uns und sagten Lawai, was so viel wie Ausländer bedeutet. Für mein Empfinden nicht so die feine englische Art, scheinbar mehr die verbreitet chinesische. Ich hoffe nicht, dass sich die Europäer auch so verhalten, wenn sie Menschen aus fremden Kulturkreisen sehen. Ich kann aber hier wohl selbst für meine Österreicher nicht die Hand ins Feuer legen. Wir springen wieder in die Autos der Mafiosi und sie fahren uns zum Hotel. In den meisten Städten hier gibt es spezielle Lawai-Hotels, in denen auch ausländische Gäste untergebracht werden dürfen. Andere Hotels sind anscheinend nur für Chinesen, da dürfen wir erst gar nicht rein. Die Ausländerhotels sollen größer und luxuriöser als die für die Einheimischen sein, berichtet man uns. Glauben wir das mal. Jedenfalls bleibt uns auch heute nur wenig Zeit zum Ausruhen, Schlafen, Fernsehen oder Telefonieren. Meist muss man sich auf Tour für 1-2 dieser Beschäftigungen entscheiden. Alles schafft man nie.
Oder man lässt die Hygiene schleifen, da spart man richtig viel Zeit, ist aber auch nicht so meine Sache. Jedenfalls haben uns die Mafiosi ein feines Hotel ausgesucht. Vielleicht gehört es auch ihnen, ich weiß es nicht. Wir erfahren gleich von unserem Tourmanager, dass wir am nächsten Tag früh weiter müssen, deswegen werden wir wenig davon haben, so wie jeden Tag auf dieser Kinotour. Spät ins Bett, früh auf, viel Zug sitzen. An Nachmittagen bleibt manchmal auch Zeit, um durch die Stadt zu schlendern. Wobei man ehrlich sein muss, die chinesischen Städte unserer Tour sehen eigentlich alle gleich aus. Das hat man nach ein paar Tagen gelernt. Und generell darf man eine Tour nicht mit Urlaub verwechseln. Die wenigen freien Stunden gammelt man meist lieber im Hotel herum, als sich touristisch zu betätigen. Ich habe an diesem Tag die Variante Fernsehen und Duschen gewählt und fühle mich semi-fit, als die Chauffeure mit ihren Sportwagen zurückkommen, um uns zum Essen auszuführen. Hätte vielleicht doch schlafen sollen. In Sachen Gastfreundschaft lassen sich unsere Mafiosi nicht lumpen. Wir werden bekocht, als wären wir 30 Leute, sind aber zu siebt. Wir essen trotzdem für 30, somit haben die Gastgeber eigentlich richtig gerechnet. Wir sitzen auf einem dieser großen Drehtische, wie man sie aus den Nebenzimmern in China-Restaurants kennt. Ich dachte lange Zeit, dass man die nur für die europäischen China-Restaurants gebaut hat. Und unsere Teller stapeln sich schon fast peinlich hoch übereinander. Alle 5 Minuten kommt der Koch durch die Tür und stellt etwas Neues auf den Tisch. Währenddessen versuchen wir uns mit den Veranstaltern zu unterhalten, die, obwohl immer augenscheinlicher wirklich aus der gefährlichen Unterwelt, ansonsten ganz normale nette Typen sind. Die Verständigung ist halt sehr holprig, da ihr Englisch mindestens genauso schlecht ist wie unser Chinesisch. So sitzen wir uns gegenüber und unterhalten uns mit Hilfe unseres Tourmanagers, der simultan Englisch-Mandarin übersetzt. Und im Nachhinein bin ich mir wirklich nicht sicher, wie korrekt er das erledigte. Schlussendlich gibt es noch einen Schnaps. Und dafür reicht unser Chinesisch nach 2 Wochen Tour schon durchwegs aus. Man sagt einfach Ganbei, also Prost. Und hier muss man ehrlich eine Lanze für den Digestiv, den Verdauungsschnaps, brechen. Denn bei mir gesellt sich gerade zur allgemeinen Müdigkeit noch die postprandiale Müdigkeit. Und so ein Verdauungsschnaps, in Österreich nennen wir ihn auch Zertrümmerer oder Fettspalter, federt den Drang, gleich wieder ins Bett zu gehen, doch hervorragend ab. Als wir zum Club zurückkehren, ist da bereits eine gute Feier im Gange. Heute Abend dürfte sich neben den normalen Konzertbesuchern auch die lokale Unterwelt eingefunden haben. Das alles zusammen sind gute Vorzeichen für ein gelungenes Konzert. Generell ist es für Chinesen schwierig, die deutschen Texte der Songs zu verstehen. Aber ich denke, dass es gut gelungen ist, den Spirit und die Idee meiner Lieder dem chinesischen Publikum auf dieser Tour zu vermitteln, auch ohne textliches Verständnis. Musik ist eine Art Emotion. Man muss nicht immer alles verstehen, man kann es auch fühlen. Auch der Mafia-Boss hat während des Konzerts offensichtlich eine gute Zeit. Warum ich weiß, dass ausgerechnet er der Boss hier ist? Intuition. Oder einfach, weil permanent Leute um ihn herumschwirren, er mit Abstand die größte Menge an jungen Frauen rund um sich versammelt hat und er nur mit einem Fingerzeig andauernd Getränkebestellungen aufgibt. Eine beeindruckende Fähigkeit. Irgendwann während des Konzerts macht er sich mit einem kleinen Tablett voller Schnäpse auf den Weg zur Bühne. Er hat sie mit einem Fingerzeig bestellt, er braucht aber keinen Fingerzeig, damit sie getrunken werden. Auch ich will mich erkenntlich zeigen und bitte ihn zu mir vor das Mikrofon, damit er auch mal etwas durch die Boxen an seine Fans, Freunde, Feinde oder wen auch immer richten kann. Währenddessen schweift mein Blick durch den Raum und ich sehe den Tourmanager, wie er mit versteinerter Miene am Bühnenrand steht, sichtlich in Schockstarre und Furcht, dass ich nun meine Mandarin-Trinkspruch-Schimpfwort-Ansage darbringe, während der Mafia-Boss auf der Bühne steht. Seine Furcht ist durchaus begründet, denn ich finde das eine großartige Idee und lege auch schon los. Die Stimmung kippt dramatisch schnell. Als ich gerade so etwas wie Malika Billy durch das Mikrofon verkünde, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ein junger, lustiger Punk hat es mir beigebracht, also denke ich mir, dass es so schlimm nicht sein kann, richtet sich in der letzten Reihe ein Mann in einem Militäranzug auf und beginnt sich lautstark zu echauffieren und herumzubrüllen. Ich nehme mal an,
dass das mit meiner Bühnenansage zusammenhängt. Zumindest würde die zeitliche Nähe meiner Worte und seines Ärgers dafür sprechen. Und ja, der weitere Verlauf zeigt, dass ich mit meiner Vermutung nicht falsch liege. Auch dem Mafia-Boss neben mir fehlen zuerst die Worte. Als er aber den General schimpfen sieht und vor allem hört, wird auch er sauer und steigt in die Schimpftirade mit ein. Gerade als er sich von mir abwendet, um ich weiß nicht was zu veranlassen, kommt ein Retter in der Not. Genau, ein Barkeeper. Wer sonst? Er versteht es in der Sekunde, den Mafioso mit einer edlen Flasche Wein zu besänftigen. Guter Mann, denn der Plan funktioniert. Der Mafioso nimmt seine Flasche, der spontane Ärger des Generals ist auch verpufft. Nur mein Tourmanager sitzt noch kreidebleich und fassungslos neben der Bühne, außerstande, irgendwas zu tun. Wieder ist es der Barkeeper, der jetzt zu uns kommt und uns inständig und flehentlich deutet, weiterzuspielen. Das kann ich nur anhand seiner Körpersprache ablesen, denn mein Tourmanager bringt kein Wort der Übersetzung raus. Ein Kontrollblick in den Raum zeigt mir, dass sich gerade niemand rührt, aber auch niemand eine Waffe auf jemand anderen richtet oder gar auf mich. Also ist die Luft rein, wir können getrost weiterspielen. Die Party nach dem Konzert ist recht amüsant. Wir übernehmen das DJ-Pult, der Mafia-Clan tanzt dazu, alle singen gemeinsam Karaoke. Da haben wir nochmal Glück gehabt, denke ich mir. Solch eine Situation lässt sich, falls sie entgleist, dann ja nicht wirklich verbal besänftigen, denn die Sprachbarriere ist ein schier unüberwindbares Hindernis. Und mit Malika Billy bin ich, wie ich ja inzwischen weiß, schon einmal an diesem Abend an den Rand eines Gewaltverbrechens geschlittert. Da muss ich das linguistische Schicksal kein zweites Mal herausfordern. Ich verlasse für einen kurzen Moment den Club. Es war dann doch in seiner Gesamtheit alles ein bisschen viel und vor allem auch sehr laut. Kurz mal den Kopf auslüften schadet nicht, denke ich mir. Denselben Gedanken dürfte auch ein junger Chinese gehabt haben, der kurze Zeit nach mir den Club verlässt. Wobei sich der junge Chinese nicht draußen vor dem Club einfindet, um kurz seinen Kopf auszulüften, sondern offensichtlich um seine Notdurft zu verrichten. Er stellt sich auf den Gehsteig vor dem Club, direkt da, wo die zwielichtigen Gestalten ihre Sportwagen geparkt hatten, und beginnt genüsslich auf den Bentley, der direkt vor dem Club steht, zu urinieren. Er pinkelt links und rechts auf die Motorhaube, sinkt vor sich hin und genießt das Ganze sichtlich. So, und jetzt passiert es. Jetzt wird hier jemand über den Haufen geschossen. Das ist mein erster Gedanke und dabei erwarte ich jeden Moment eine Horde wütender Unterweltler mitsamt ihren Militärgenerälen, um den Typen zu Brei zu verarbeiten. Nach Beendigung seines Geschäfts macht der junge Chinese seine Hose wieder zu, dreht sich zu mir um und spricht mich an. Leider weiß ich nicht, was er von mir möchte, beschränkt sich mein Vokabular doch auf Gambay und Malika Billy, aber es sieht so aus, als ob er mich etwas fragen möchte. Dann greift er in seine Hosentasche, holt einen Autoschlüssel heraus, drückt drauf und tschack! Die Lichter des Bentley leuchten auf. Der Mann hat gerade seinen eigenen Bentley vollgepisst. Ich habe seither viel darüber nachgedacht, warum man sich ein Fahrzeug um elendiglich viel Geld kauft, um sich dann davor zu stellen und drauf zu pinkeln, und bin bis heute zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen. Er wird schon seine Gründe dafür gehabt haben. Der pinkelnde Mafioso beginnt, wild auf seinen Bentley zu deuten. Offensichtlich möchte er, dass ich mit ihm einsteige. Und ich widerspreche ihm aus Gründen nicht. So sitzen wir dann zu zweit in seinem angepissten Bentley und hören laute elektronische Musik. Das Fahrzeug ist natürlich mit einer unfassbar guten Anlage ausgerüstet, worauf er sichtlich stolz ist. Zusätzlich steckt er nun noch den Schlüssel in die Zündung, macht den Motor an und steigt rhythmisch zum Beat der Musik auf das Gaspedal. Offensichtlich möchte er mich beeindrucken. Wahrscheinlich mehr mit seinem Bentley als mit seinem Taktgefühl. Ich kann es natürlich nicht genau sagen, aber ich schätze, dass sich mein Gesichtsausdruck einfach irgendwo zwischen Amüsement, Unverständnis und Furcht eingependelt hat.
Als er plötzlich den Gang einlegt, überlege ich kurz, mit welcher Taktik ich wohl die besten Chancen habe, die Sache körperlich unbeschadet zu überstehen, und entscheide mich dann dazu, ihm einfach nicht zu widersprechen. Wir brettern daraufhin eine Runde durch die Nachbarschaft, wobei er den Bentley an seine motorischen Grenzen bringt. Nicht nur, weil er dauernd Vollgas gibt, sondern auch, weil er irgendwie nicht der allerbeste Fahrer ist. 700 PS sind für mein Empfinden einfach 600 zu viel, damit kann nicht jeder umgehen. Aber wie schon einmal betont, verstehe ich nichts von Autos. Die Beschleunigung des Bentleys, gepaart mit den Schnäpsen des Abends, dem üppigen chinesischen Essen vom Drehtisch und der steigenden Furcht, dass der junge Mafioso irgendwann die Kontrolle über seinen Bentley mitsamt mir darin sitzend verliert, schlägt mir auf den Magen. Das hat er mir offensichtlich angesehen und stoppt das Fahrzeug, bevor ich mit seinen Ledersitzen Ärgeres mache, als er selbst mit seinem Lack. Worterklärung. Watschen. Die. Eine mit der flachen Hand kräftig herbeigeführte Kollision der Handinnenseite mit der Wange des Opponenten, der Opponentin. Kann auch mit dem Handrücken durchgeführt werden. Man spricht dann von einer verkehrten oder in seltenen Fällen auch mit der unteren Extremität. Watsche mit Fuß. Oftmals möglich sind auch durch Wind, Kälte oder, wie in diesem Beispiel, Luft oder Smog herbeigeführte Watschen. Postprandial, aus dem lateinischen Prandium. Die alten Römer nannten ihr zweites Frühstück, welches sie rund um die Mittagszeit einnahmen, Prandium. Es bestand zumeist aus Broten und Fischen. In meinem Heimatbezirk Wien-Simmering nehmen die Menschen auch oftmals ein zweites Frühstück ein. Es besteht zumeist aus mehreren Bieren.